Hallo und willkommen zurück zu Murder, so suspect. Okay, ich spüre die Zeugin auf. Ich darf die Zeugin nicht aus den Augen verlieren. Nur sie kann mir helfen, den Glockenmörder zu finden. Untersuchung beginnen. Und ich muss wieder mit der Katze hier raus. Nee, geht nicht. Ich muss durchs Fenster. Durch welches Fenster bin ich nochmal gekommen? Ah, ja, genau. Durch das hier. Wahnsinn. Verlasse den Dachboden. Und nun? Suche nach der Zeugin. Vermutlich brauche ich die Katze dazu nicht mehr groß. Zu Hause hinter verschlossener Tür sind wir wohl besser aufgehoben. Okay. Hey, warum komme ich denn da jetzt nicht rein? Warte! Komm zurück! Du gehst schon, Liebes? Ja, sorry. Ich komme wieder. Warten Sie nicht auf mich. Sei vorsichtig, mein Kind. Supi. Als Poltergeist kann man Lebende manipulieren. Folge der Zeugin. Yes. Yes, yes, yes. Sehr schön. Kann man wirklich so klar im Kopf sein, dass man einfach nur ein Lied summt? Vielen Dank fürs Mitnehmen. Alter Falter. Ich höre sie. Scheiß Dämonen. Aber die ist ja irgendwo da vorne raus. Na toll. Ablenken. Einige Objekte können aktiviert werden, um Dämonen abzulenken. Dies gewinnt ihre Aufmerksamkeit und verschafft ihr eine Möglichkeit zum Vorbeischleichen. Die Raben sind oft nützlich, um die Dämonen abzulenken. Drücke zum Fortfahren. Und inwiefern? Verstecken. Dich vor dem Mond zu verstecken, kann dich näher an Objekte zur Ablenkung bringen. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Es wird ablenken, den Dämonen ablenken. Nicht da draußen mit all diesen Morden. Zumindest sind wir hier sicher. Ich weiß nicht, dass ich vermissen kann. Einen Dämon vernichten. Du musst dich von hinten an einen Dämon anschleichen, um ihn zu vernichten. Halte R und versuche ihn zu vernichten. Drücke um fortzufahren. Wow. Das hat also wirklich funktioniert. Kann ich den nochmal nutzen? Ah nee, leider wird der da hinten von denen leider nicht angelockt. Aber da ist noch einer. Ah, so langsam kriege ich das hin mit der Steuerung. Na? 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 Ja, das waren alle. Stadt betreten, jo. Verdammt, was jetzt? Yeah.
Also, wo ist sie hin? Welchen Hinweis sagt mir, wo sie hin will? Was Identität des Mörders? Motiv des Mörders? Notiz der Mutter der Zeugin? Dachboden der Kirche? Mutter der Zeugin wird vermisst? Lauter Schrei? Ausgerissene Zeugin vielleicht? Nein! Dann, Notiz der Mutter der Zeugin. Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Klar. Sie ist auf dem Weg zum Revier, um ein Buch zu klauen. Da wird sie kaum auffallen. Hast du gewusst, dass ihre Mom für die Polizei arbeitet? Na gut, erzähl's mir nicht. Ziele der Zeugin. Die Zeugin ist auf dem Weg zum Revier, um das Buch ihrer Mutter zu finden. Ah, okay, da hinten ist das Polizeirevier. Ich frage mich ein wenig, wie lang der wohl an seiner Kippe raucht. Also, ich meine, der raucht schon ziemlich lange an einer Kippe. Ich meine, der raucht da schon so lang... So lang dran, seit er tot ist. Ja. Ach so. Hier hinten geht's weiter. Das ist nur ein Blatt Papier. Hier hinten habe ich, glaube ich, schon mal geguckt. Da war ja nichts Brauchbares. Nope. Wow. Salem, Polizeirevier. Groß ist dieses Areal wohl nicht, hä? Ach, die stehen immer noch hier. Ach, hier komme ich nicht durch. Dann... Vielleicht so auf diesem Wege. Was soll denn bloß diese imaginäre Geisterwand? Was hat die denn für einen Sinn, dass die hier mitten irgendwo im Nirgendwo prangt? Was haben wir hier? Gas. Ich finde die doch eh nicht alle. Ich bin dafür doch sowieso zu bescheuert. Komme ich nicht durch. Wow. Wo bin ich denn jetzt? Oh, da ist wieder die Katze. Irgendwas wird die wahrscheinlich mir bringen. Oder? Und nun? Hier hoch? Da hoch? Aha. Okay. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Alter Falter. Das ist ja schon fast so schlimm. Springen wie bei Pokémon, nur dass ich diesmal kein Timing verpassen kann, sondern ich muss im richtigen Winkel abspringen.
finden. Also. Wow. Dann geh erst nochmal ein Stückchen nach vorne. Katze, komm. Auf. Ich hänge. Verdammt, ich habe einen Bug. Alter Falter. Supi. Achso, ich kann die S verlassen, wenn ich wieder auf dem Boden bin. Und ansonsten komme ich natürlich hier nirgendwo rein. Mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Oh. Habe ich hier hinten sonst noch irgendwie was? Außer, dass es sich überall echt gruselig hier anhört. Aber ich sehe auch keine Dämonen. Solange ich keine Dämonen sehe, ist alles okay. Einsammeln. Salem fühlt sich gefährlich an. Salem soll ein ruhiges Fleckchen sein. Die Art Ort, an der du den Problem der Großstadt entkommst. Aber allmählich fühle ich mich nicht mehr sicher, wenn ich im Dunkeln draußen bin. Ich sprach mit Warnen darüber und er versicherte mir, er sei der gefährlichste Typ in der Stadt. Aber seine draufgängige Rat hilft nicht viel. Etwas an diesem Ort ist krank. Ich glaube schon, dass sie ihn geliebt hat, aber irgendwie scheint sie ihm nicht ganz so zu vertrauen. Aus einem Fenster geworfen. Wie furchtbar. Tja, es gibt natürlich echt schönere Tode. Dem kann ich nur beipflichten. Aber steckst du nicht drin, mein Freund? Steckst du einfach nicht drin. Na? Ich nehme natürlich mit, was ich mitnehmen kann. Deswegen muss ich mich hier richtig schön genau umsehen. Ansonsten ist hier nichts mehr groß. Gehen wir weiter. Würde ein neuer Polizeichef sich besser schlagen? Aha. Immer dort bleiben, wo es gut beleuchtet ist. Super, ihr seid die Helden des Tages. Oh, noch ein Geist. Was habe ich getan? Nein, nein, nein. Rick und Laura, sie sind tot. In Spanien wurden sie verbrannt. Es klappt. Helfen mir erstmal dem Typen hier. Hey, hey, hey. Beruhig dich mal eine Sekunde und rede mit mir. Wie heißt du? Hä? Oh, Brad. Gut. Okay. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir waren in der Stadt unterwegs, haben Dampf abgelassen. Aus einem Drink wurden drei, aus drei wurden... Ach, wer weiß, wie viele. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich muss Rick und Laura nach Hause gefahren haben, als... Oh Gott, ich habe sie umgebracht. Das werde ich mir nie verzeihen. Das weißt du gar nicht. Hast du selbst gesagt. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich kann mich umsehen. Vielleicht fällt mir etwas auf. Gott, was habe ich getan?
wahrscheinlich gar nicht so schlimm, wie er glaubt. Das ist sicher Brads Auto. Sieht nicht gut aus. Okay, ein Hinweis. Ah, hier. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Die Tankstelle ist nicht weit von hier, die sollte ich mir ansehen. Okay. Und wie komme ich da hin? An die Tankstelle? Ich erinnere mich nicht, jetzt hier irgendwie eine gesehen zu haben. Oder? Oh, hier leuchtet ja auch was. Geschichte Hexenprozess. Eins von... Verdammt. Geschichte Hexenprozess. No, warte mal. Ah, da hinten ist es. Geschichte Hexenpost. Plakate des Hauses des Urteils. Na? Warum kann ich mir das denn nicht ansehen? Ah, jetzt. Bekannt als Haus des Urteils, vormals Residenz des Richters John Hathorn, 1641 bis 1717, der bisweilen in seinem eigenen Wohnzimmer Gericht hielt und die Angeklagten in seinen Keller einsperrte, wie in Konialzeiten üblich. Seine unglückliche Rolle in den Hexenprozessen von 1692 befleckte seinen Namen dauerhaft. Okay. Krass. Irgendwas da hinten leuchtet. Oder? Oh ne, das war nur Einbildung. Aber wie komme ich denn zu dieser blöden Tanke? Wo ist denn diese komische Tanke überhaupt? Das ist eine Bank. Hallo? Es ist meine Schuld. Ich habe ihn davon überzeugt, Polizist zu werden. Jetzt liegt er meinetwegen tot auf der Straße. Rex, Schuldgefühle. Na, oh, das ist ja schon irgendwie der Ärmste. Der Tag, an dem wir uns kennenlernten. Ich erinnere mich immer noch an das erste Mal, dass ich ihn sah. Ron hatte diese schurkische Angeberei und ich gebe zu, das gefiel mir. Aber was mir noch mehr gefiel, war das Herz unter dessen Fassade, das er nicht verstecken konnte. Er war ein Typ aus einer üblen Gegend, aber es hatte ihn nicht so abgehärtet, wie er vorgab. Naja... Ich glaube, denn seine Kindheit war schon irgendwie nicht schön. Herrgott. Wow. Was ist denn hier für eine Beleuchtung? Komme ich jetzt wieder raus? Alter Falter. Wie groß ist denn das Areal? Da komme ich her. Ich komme ins Haus 100 Pro nicht rein.